Schönen guten Tag, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Michael Stampfer. Ich bin Forschungsförderer von Beruf, Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds. Ich werde Ihnen gleich erzählen, wer wir sind und was wir tun. Zuerst aber danke an die Einladung, dass ich heute sprechen darf im Rahmen des MOOCs Rechtlich sicher publizieren auf Einladung von Professor Nikolaus Forgo. Fühle mich doppelt angesprochen. Ich bin ein Absolvent der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und als Forschungsförderer geben wir unser Geld aus, unter anderem damit Forscherinnen und Forscher ihre Arbeiten nicht nur gut machen, sondern gut publizieren und ihre Daten gut verarbeiten und verwerten und teilen können. Wir sind ein privat gemeinnütziger Forschungsförderer, das heißt, unser Geld kommt von einer privaten Stiftung und wird von der Stadt Wien noch entsprechend aufgestockt. Wir fahren eine Reihe von Förderprogrammen für die Wiener Forschungslandschaft, für Wissenschaftlerinnen von Postdocs bis zu sehr erfahrenen Professorinnen und Professoren, die bei uns Anträge einreichen können. Und unser Ziel ist es, dass Wien zu einem Ort wird, in dem wirkliche Spitzenforschung noch in größerer Menge, mit noch größerer Wirkung, noch größerer Qualität von einem bereits sehr hohen Niveau aus gemacht werden kann. Unsere Felder, und da ist Publizieren und wie man mit den Daten umgeht, jeweils sehr wichtig, in denen wir tätig sind, ist Life Sciences, also Biologie und Medizin. Das ist Informations- und Kommunikationstechnologien, das ist Umweltforschung, das ist Kognitionsforschung, auch andere Themen. Da machen wir immer wieder Ausschreibungen und versuchen eben besonders guten Forscherinnen und Forschern aufgrund einer sehr ausgeklügelten Begutachtungsstrategie große, starke Projekte zu geben und zusätzlich tolle Talente nach Wien zu holen, damit sie sich hier wissenschaftlich gut entfalten können. Wir sind groß genug mit einem Budget von, und da komme ich jetzt zu unserem Thema, mit einem Budget von ungefähr 12, 13, 14, 15 Millionen Euro pro Jahr, um uns bereits so zu verhalten, dass wir auch wirklich mit bei den Regeln, bei den Qualitätsstandards eine wichtige Stimme spielen. Aber wir sind nicht groß genug, um das Verhalten einer ganzen Universitätslandschaft zu verändern. Also wir sind nicht so wie der FWF, der im Bereich der Daten wirklich eine Vorreiterfunktion einnehmen kann als größter österreichischer Wissenschaftsförderer und wirklich auch die Standards vorgeben kann. Wir ziehen dort mit, wo wir entsprechend auch unsere Rolle einnehmen können. Der größere Rahmen für diese Diskussion ist tatsächlich, dass diese Diskussion an Bedeutung und Wichtigkeit massiv zugenommen hat in den letzten Jahren, während früher die Frage, wie gehst du mit deinen Daten um, wo und wie publizierst du, auch wichtig war, ist jetzt sowohl das Publizieren für Karriere der Forscherinnen und Forscher als auch für die Qualität ihrer Forschung und ihre Wahrnehmung ungeheuer wichtig geworden, aber auch die Frage, wo kriegst du deine Daten her, wie gehst du damit um, was passiert während und nach dem Forschungsprojekt mit deinen Daten, ist das eine ganz, ganz entscheidende Frage geworden. Eine internationale Bewegung, die auch in Österreich sehr stark ist, die Frage überhaupt beschäftigt, wie machen wir heute Forschung, ist die Bewegung, die sich Open Science nennt. Und das Wort Open spricht für sich. Das heißt eben, wir wollen nicht unsere Grundlagen, wie wir arbeiten, geheim halten. Wir wollen nicht Unklarheit haben, wie unsere Ergebnisse zustande gekommen sind. Wir wollen, dass alle unsere Ergebnisse lesen können und weiter daran arbeiten können. Und diese Open Science Regeln und Open Science Bewegung teilt sich in mehrere Dinge auf, wie offen zugängliche Infrastrukturen, Beteiligung von Nichtwissenschaftlerinnen und Nichtwissenschaftlern an der Forschung, aber eben auch an Dingen wie Open Data,
und Open Access. Und über diese beiden Dinge möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Open Access möchte ich beginnen. Das ist die Frage, wer publiziert Forschungsergebnisse, wem gehören sie und wer, vor allem wer kann unter welchen Bedingungen sie lesen, weiterverarbeiten, die Daten verifizieren und ähnliche Dinge. Und hier ist ein großer Umbruch im Gange, nämlich ein Umbruch, der von dort ausgeht, dass in den letzten Jahrzehnten große Wissenschaftsverlage einen sehr großen Einfluss sich erkämpft haben. Und dieser Einfluss heißt, dass es wird natürlich in Peer-Reviewed-Journals publiziert, das ist auch gut so. Diese Peer-Reviewed-Journals sind in den Händen weniger großer Verlage, die mit teuren Abos sehr gute Geschäfte machen und die aber auch teilweise noch ein zweites Mal verdienen, indem sie auch noch andere Einnahme- und Verwertungsquellen rund um diese Publikationen haben. Und die Open Access Bewegung und die Versuche, Open Access international durchzusetzen, ist im Wesentlichen der Versuch, wer auch immer du bist, ich bin ein Postdoc aus einem Subsahara-Land in Afrika, ich bin ein Professor in England, ich bin eine Nichtwissenschaftlerin, die an Wissenschaft interessiert ist in Thailand, was auch immer, ich soll Zugang haben zu den wissenschaftlichen Ergebnissen und soll sie barriere- und vor allem kostenfrei lesen können. Die Open Access Bewegung ist im Wesentlichen zu sagen, die Verlage sollen und die publizieren und die Qualitätssicherung machen, sollen leben können dadurch, dass die Forscherinnen und Forscher auch dafür zahlen, dass sie publizieren können. Aber die Leserinnen und Leser sollen eben nicht dafür zahlen. Da gibt es mehrere Standards dazu. Das eine ist der sogenannte Gold-Standard, dass alles, was publiziert wird in bestimmten Zeitschriften, automatisch open, also offen und frei zugänglich ist. Dann gibt es auch andere Standards wie den Green-Standard, wo nach wie vor Subskriptionsmodelle sind, aber eben Artikel auch quasi von den Autoren frei gekauft, freigestellt werden können, beziehungsweise ist ein hybrider Zugang auch. Und der Green-Zugang ist eigentlich der dann, dass die Forscherinnen und Forscher ihre Arbeitsergebnisse auch gleich in Repositorien stellen können. Diese Repositorien sind dann frei zugänglich, sodass eben der freie Fluss der Wissenschaft da ist. Begründet wird das mit ganz vielen Argumenten, mit Gerechtigkeits-Demokratie-Argumenten, aber auch mit Argumenten der Wiederholbarkeit, der Falsifizierbarkeit und so weiter von Forschungsergebnissen. Das Ganze geht so weit, die Diskussion. Also einerseits, die großen Verlage verdienen an der öffentlich finanzierten Forschung, die öffentlich finanzierte Forschung ist nicht für alle gleichermaßen zugänglich. Das ist der eine Diskussionsstrang. Und der andere Kritikstrang, da gibt es einen sehr bekannten amerikanischen Wissenschaftssoziologen namens David Sarewitz, der hat einen Artikel geschrieben, der übrigens offen zugänglich ist, namens Saving Science, wo eben schön zusammengefasst ist, welche Probleme es gibt, zum Beispiel, um nur eines herauszufassen, dass die meisten naturwissenschaftlichen oder die Hälfte der naturwissenschaftlich-medizinischen Versuche oder in den Kognitionswissenschaften die Hälfte der Versuche nicht einfach wiederholbar ist durch andere. Es ist, wenn Forschung ist teuer, Forschung soll aufeinander aufbauen, wenn man einen Gutteil der Ergebnisse nicht einfach durch Wiederholbarkeit der Experimente verifizieren kann, dann gibt es ein Problem. Und so gibt es viele andere Argumente, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht groß ausführen kann. Es gibt auch Kritik gegen den Open Access Zugang, aber im Großen und Ganzen ist es eine Entwicklung, die stark da ist und die auch unterstützenswert ist. Österreich ist übrigens durch den FWF und durch andere ein wirklicher Mitvorkämpfer für diesen Open Access Zugang. Open Data, schon ein bisschen komplizierter, nämlich sowohl logistisch als auch finanziell, als auch von der Vertraulichkeit der Daten her. Wie sehr muss ich als Forscherin, Forscher auch meine Datensätze öffnen, A und B barrierefrei zugänglich machen,
damit andere Wissenschaftlerinnen, Nichtwissenschaftler, alle möglichen Leute auch darauf zugreifen und damit weiterarbeiten können. Das ist eine rechtliche, eine moralische, aber auch zum Teil eine ethische, aber auch zum Teil eine große finanzielle Frage, weil riesige Datensätze über Jahre hinweg zu kuratieren ist teuer. Und dafür hat niemand rechter Geld und der Ball wird dann natürlich zwischen den Institutionen wie den Universitäten, den Forschungsförderern und den Forschungsministerien hin und her geschossen, wer da eigentlich jetzt dafür zuständig ist, das zu bezahlen. Das sind die Dinge, über die wir reden. Die Dinge, über die wir nicht reden, ist zum Beispiel, welches Wissen wird, oder über die wir mehr reden sollten, ist, welches Wissen wird produziert. Zum Beispiel jetzt typische in der Diskussion, was jetzt langsam kommt, ist Google, Facebook und Co. Die gehören zu den größten Wissensproduzenten und Verarbeitern der Welt. Und die sagen uns nicht einmal im Groben, was sie da sammeln, wie sie es verarbeiten, welche Forschungsmethoden und dann auch Umsetzungsmethoden sie ansetzen. Also wir müssen auch aufpassen, wir müssen schauen, dass wir den öffentlich finanzierten Laden in Ordnung halten, aber wir müssen auch verdammt aufpassen, dass der öffentlich finanzierte Laden nicht ein Zwerg wird im Vergleich zum Riesen von Forschungsarbeiten, die anderswo passieren. Es gibt eine Bewegung zum Open Access, die heißt Coalition S, also mit einem großen S geschrieben, aus verschiedenen Stiftungen und Forschungsförderungseinrichtungen, auch in Österreich, die versprochen hat, Anfang 2021, und das ist übermorgen, als Förderer zu verlangen, dass alles, was publiziert wird, aufgrund der geförderten Projekte Open Access publiziert wird. Das ist ein ziemlicher Druck auf die Verlage und alle können sich vorstellen, wie die, und die es gibt natürlich Gegenstrategien, wie immer bei wirtschaftlich mächtigen Akteuren, und alle können sich vorstellen, wie ein wunderbarer Zustand nach der Übergangsphase aussehen wird, aber in der Übergangsphase gibt es die größten Schwierigkeiten und zum Teil noch mehr Kosten, weil wir zwei Systeme teilweise nebeneinander herlaufen. Also Open Access, das wird auch immer mehr kommen, während die Frage Open Research Data doch eine ist, die von unterschiedlichen Institutionen unterschiedlich gefasst und gefangen wird. Nämlich manche wie der FWF haben schon größere Verpflichtungen, andere wie die EU-Kommission, die auch viel Industrieförderung in ihren Rahmenprogrammen hat, ist noch viel hat noch größere Freiwilligkeit und Offenheit in ihren Verfahren und in ihren Prozessen drinnen. Und schrittweise soll es aber auch da bei den Daten zu größerer Verbindlichkeit gehen. Und das Interessante, noch einmal Beispiel Google und Facebook, ist ja nicht nur, kann ich als Forscher, der wissen will, wie meine Kolleginnen auf einer anderen Uni einen Versuch gemacht haben, das anschauen, sondern kann ich auch aus 1000 Versuchen Metastudien machen und die Daten dann entsprechend verwenden. Und das sind natürlich technisch große Schwierigkeiten, die aber auch viel Potenzial für die Zukunft verlangen. Da gibt es österreichische und vor allem europäische und auch weltweite Plattformen für solche Datenstrategien. Das ist im Wesentlichen das Privatrecht und die Verträge, die die Förderer mit den Forschern und den Universitäten abschließen. Letztlich, und das ist gut, weil rechtlich die Frage rechtlich sicher publizieren da ist, es kocht sich dann zum Teil auf Fragen runter, die man zum Teil in einem frühen Semester in einem rechtswissenschaftlichen Studiums hat, nämlich wem gehört etwas, welche Verpflichtungen hat jemand, dem das gehört, wer schuldet wem was, welche Qualitätslevels müssen gewährleistet werden, wer haftet, wenn was schief geht, und dann die große kaufmännische Frage, wer zahlt das Ganze? Und viele Konflikte kochen sich dann auf das herunter, wer zahlt das Ganze, weil wir schließlich überall knappe
Budgets haben. Wir versuchen, ein halbwegs intelligenter Follower zu sein, und wir sind auch jetzt gerade, stoßen wir einen Veränderungsprozess bei uns selbst an. Wir haben jetzt schon eine Open Access Regulation, wo die Forscherinnen und Forscher wissen, wie was passiert in Bezug auf Publikationen. Wir erlauben, Sie erinnern sich, vor ein paar Minuten habe ich diesen Gold und den Green und den Hybridzugang für Publikationen, Open Access Publikationen erwähnt. Wir erlauben alle, also sowohl das Finanzieren aus unseren Mitteln von sofortigen Open Access, als auch das Finanzieren von Hybrid- und Green-Modellen, und wir finanzieren es auch über das Projektende hinaus. Bei Open Data sind wir vor allem darauf angewiesen, dass die Strukturen in Österreich gut sind, und daher nehmen wir an einzelnen Projekten auch teil, die wichtig sind, Hochschulraumstrukturmittelprojekte, Projekte mit anderen, mit Universitäten und anderen Förderern. Und wir unterstützen sehr stark, dass es in Österreich starke Datenstrukturen und starke Dateninfrastrukturen gibt. Wir werden aber in den nächsten Monaten und Jahren auch mehr Aufmerksamkeit der Frage richten, was mit WWTF, in WWTF geförderten Projekten passieren soll in Bezug auf Dateninfrastrukturen und in Bezug auf Datenkuratierung über das Projektende hinaus. Dass wir als kleiner Förderer nicht bis in 100 Jahren Datenstoring zahlen werden können, ist klar, aber wir müssen trotzdem etwas in die Richtung machen und bereiten uns vor, uns hier zu verändern. Also einerseits ist es wichtig, dass jede einzelne Institution etwas macht. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass wir hier in Österreich, ebenso wie es auf europäischer Ebene solche Initiativen gibt, uns zusammenschließen und gemeinsam verhandeln, diskutieren und dann auch lobbyieren und umsetzen, was es an Initiativen geben soll, wie die aussehen sollen und wer wofür verantwortlich ist. Eine besonders interessante Initiative ist das Open Science Network Austria, abgekürzt OANA, früher hieß es Open Access Network Austria, jetzt Open Science Network Austria, wo mehrere Förderinstitutionen, darunter wir, aber vor allem auch viele Forschungsinstitutionen und Universitäten dabei sind. Und dieses OANA-Netzwerk hat Empfehlungen für eine nationale Open Science-Strategie ausgetüftelt. Die wird gerade nicht überall unkontroversiell diskutiert. Sie erinnern sich an die Fragen, wer zahlt, wer haftet, wem gehört es, wer ist verantwortlich, auf wen wird gezeigt, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante und starke und vorwärtsgerichtete Diskussion, wie wir eben sowohl beim Publikationswesen als auch bei der Datenaufbereitung, zur Verfügungstellung und Datenkuratierung in ein neues Zeitalter kommen können. Dieses neue Zeitalter heißt, dass es Datenmanagementplans für alle Projekte, die Daten nutzen, geben soll. Und dass es aber auch eine Wiederauffindbarkeit und eine Wiederverwendbarkeit und so weiter von Daten geben soll. Das nimmt teilweise abenteuerliche Ausmaße an, wenn man sich an die Genomsequenzierungen vor ein paar Jahren erinnert, oder jeder, der sich einmal mit dem CERN beschäftigt hat. Und der CERN ist, manche sagen schon, ein Rechenzentrum mit angeschlossener Versuchsanlage und nicht mehr umgekehrt, was da für Terabyte an Daten da sind. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht an dem, was wir erforschen, am Ende ersticken. Also wir sehen, es gibt mehrere Ebenen, auf denen dieses Thema, wer publiziert, wer hat Zugang zu Wissen, wo werden Daten produziert, wo werden Daten aufbewahrt, wer hat Zugang zu den Daten, wer passt darauf auf, dass sie brauchbar bleiben, aber auch natürlich geschützt bleiben. Und auf diesen verschiedenen Ebenen kommt jedem eine Verantwortung zu, und diese Verantwortung ist eine ganz stark demokratische Verantwortung. Das ist demokratisch innerhalb der grundsätzlich demokratisch verfassten Wissenschaften, dass Wissenschaftler in und zwischen Disziplinen
barrierefrei miteinander kommunizieren und arbeiten können. Das ist aber natürlich auch zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft, wo die Gesellschaft große Teile der Wissenschaft finanziert, über Universitätsbudgets, über Forschungsförderung, über andere Instrumente, und die Wissenschaft der Gesellschaft rechenschaftspflichtig ist, und am praktischsten kann das gemacht werden über leicht zugängliche Forschungsergebnisse, über gut zugängliche Daten und natürlich auch über ein gutes Erklären und Kontextualisieren von dem, was die Wissenschaft tut. Und dann gibt es aber auch den Staat, der für sich eine Sonderrolle einnimmt, im Gegensatz zum Beispiel zu den skandinavischen Staaten, indem er sagt, ich will alles über euch wissen und ihr dürft aber nicht wissen, was ich weiß, und die Wissenschaft darf auch nicht damit arbeiten, grosso modo, mit dem, was ich herausgefunden habe und was ich an Daten erhoben habe. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, aus demokratischen und auch aus wissenschaftsinhärenten Gründen heraus, nicht nur wichtig zu schauen, wie gehen wir mit Open Access und Open Data in der Wissenschaft um, sondern wir müssen dafür kämpfen, dass die großen Repositorien, die großen Datenschätze des Staates A, gut erhoben, B, gut gepflegt und C, für die Wissenschaft nach klaren Regeln und unter Wahrung des Datenschutzes und so weiter und so fort, auch gut zugänglich sind. Und hier sind wir in einer starken Arbeit, viele Institutionen, dass dieser Zustand in Österreich ein Schritt weit besser wird. Die erste Seitenbemerkung zur Covid-Krise ist, dass das jetzt natürlich Schwung gewinnt, all die Dinge, wie geht man mit Daten um, weil die Notwendigkeit, ein gutes öffentliches Datenmanagement zu haben, deutlicher ist als je zuvor. Das zweite ist aber auch, dass etwas, was in Österreich längst hätte größer aufblühen sollen, nämlich MOOCs, durch die Covid-Krise jetzt zum Glück stärker aufblühen. Und ich hoffe, dass dieser Abschnitt dieses einen MOOCs Sie nicht über Gebühr gelangweilt hat und dass ich Ihnen ein bisschen etwas zu den Themen Open Data und Open Access erzählen durfte. Besuchen Sie doch die Website www.wwtf.at und erfahren Sie noch etwas mehr über die Arbeit unseres Forschungsförderers für Wien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.